Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. In der letzten Folge sind wir hier in Mamoria City angelangt und wollten eigentlich direkt in die Arena. Allerdings, nein, nicht Radfratz. Kommen wir da nicht rein, ohne Pflanzen-Pokémon zu haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ups, der ist ja voll. Also ein ehemaliger Fußballtrainer hätte mich jetzt angeschrien, dem musst du Brot hinterherwerfen, der verhungert unterwegs. Nein, wir brauchen eigentlich erst ein Pflanzen-Pokémon. Ich bin jetzt mittlerweile auch ein bisschen vertrauter mit dem Spiel, habe privat recht viel gespielt. Das heißt, ich werde nicht so viel rumverkacken, werde ein bisschen was erklären können. Ich glaube, das ist für alle Beteiligten ein bisschen besser. Da war... Ups, erstmal der Pokédex-Eintrag richtig. Da rannte gerade eben irgendwo ein Knofensa rum. Das würde ich mir ganz gern schnappen, denn wie jeder weiß, ist Knofensa ein Pflanzen-Pokémon. Außerdem hatte ich auch noch nie einen Sazenia in meinem Team. Nein! Der ist versoffen. Ich habe auch auf meinem Hauptspeicherstand so viele Pokébälle schon daneben geworfen, gell? Es ist so kompliziert zu zielen. Mir ist aufgefallen, dass es im Handheld-Modus wesentlich angenehmer geht. Da ich ja privat meistens im Handheld spiele. Kommt auch immer aufs Spiel an. Aber jetzt zum Beispiel Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli spiele ich primär im Handheld, wenn ich nicht gerade am Aufnehmen bin. So, jetzt kann ich ja ganz kurz zeigen. Wir haben in unserem Beutel... Weil ich ja in der letzten Folge die PCs im Pokémon Center gesucht habe. Eine Pokémon Box. Und in dieser Pokémon Box können wir unser Team managen. Da schmeiße ich dich erstmal raus. Du bist Level 6. Du bist Level 5. Du bist Level 5. Dann schmeiße ich euch beide raus. Und behalte dich. Das heißt, die drei sind jetzt unser Team. Wir können unser Team auch nochmal ganz normal über ein Team-Bildschirm natürlich sortieren. Und dich wollen wir im Team haben. Anstelle Nummer 5. Und jetzt haben wir unser Pflanzen-Pokémon und können in die Arena gehen. Ich werde auch, wer noch kein Pokémon-Let's Play von mir kennt, wer zum Beispiel neu hier auf dem Kanal ist, ich werde recht viele Trainer auch immer offscreen machen, vor den Folgen, beziehungsweise nach den Folgen. Und... oft nur die essentiellen Trainer mitnehmen. Hier in der Arena werde ich noch alle machen. Denn zum einen... Huch, muss ich dir jetzt erstmal den Pflanzen-Pokémon zeigen. Dankeschön, dass du mich reinlässt. Ist zwar... warum hat er mich jetzt wieder raus? Hallo? Ich möchte rein, nicht raus. Lässt du mich jetzt bitte? Danke. Wie sieht denn mein... Team geradeaus. Mein Team Level 9, Level 5, Level 8. Ich werde tatsächlich Knofensa mal an erste Stelle packen. Ach, und was ich auch zeigen kann, was man ja schon aus den Trailern kennt, wir können natürlich auch die Pokémon hinter uns herlaufen lassen. Jetzt haben wir Knofensa hinter uns. Es ist echt cool. Ich habe nur die Befürchtung, dass viele Leute das jetzt auch für das Core-Pokémon-Spiel, das nächstes Jahr rauskommen soll, erwarten. Was meiner Meinung nach wahnsinnig unrealistisch ist. Da ja Let's Go Pikachu und Evoli nur die ersten 151 Pokémon plus Alola-Formen beinhalten. Und ja, von 800 Pokémon ein hochdetailliertes Model... mit Animationen zu machen. Also das Model ist ja eh schon da, aber die Außerkampfanimationen, die Laufanimation, das war das Wort, das mir gefehlt hat. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen zu viel. Zumal ja die Pokémon, die einem hier hinterherlaufen, in Originalgröße sind. Also das ist im richtigen Verhältnis zu den Pokédex-Einträgen. Und dann kommen halt in späteren Generationen Pokémon dazu wie Giratina oder Wailord. Ich glaube, die sprengen dann auch den Rahmen etwas. Ich rechne nicht damit, dass wir in der nächsten Generation wieder Pokémon haben werden, die hinter uns herlaufen. Zumindest nicht in der Form. Vielleicht so wie mit Pikachu und Evoli, dass man halt das Starter-Pokémon dabei hat. Das wäre ziemlich cool, aber...
Na, man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, ich heile meine Pokémon mal nicht, sondern gehe direkt zu dem hier, den jungen Mann kennen wir doch. Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City. In meinen Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémänner. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Ha, das war ein Gesteinspun. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Du hast nicht mal gelacht. Ich fand den Witz lustig. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Tatsächlich glaube ich, dass Rocco über unserem Level sein dürfte. Das heißt, es wird etwas kniffliger. Ich habe ja ein paar Tränke dabei. Ich glaube, Level 9 und Level 12 sind seine Pokémon. Ne, Level 11. Oh. Oh, das erste ist schon Level 11. Das könnte tatsächlich ein bisschen problematisch werden. Das könnte ein bisschen sehr problematisch werden. Nicht das Kleinstein, sondern das Onix, das jetzt kommt. Habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor. Und wir haben im Moment nur zwei kampffähige Pokémon. Ich glaube, ich versuche erstmal mit Radfratz ein bisschen Schaden zu machen. Das ist jetzt halt so ein Opfer. Und Level 12. Level 12 war ich richtig. Okay. Es sollte mich nicht one-hitten dürfen. Hoffe ich. Ja. Das heißt, ich mache erstmal... Oh, das macht ja überhaupt keinen Schaden. Und dann noch einen Ruckzuck-Hieb. Ja, das... Leicht angekratzt, würde ich sagen. Knoffenser, mach mal irgendwas. Ich glaub an dich. Oder so. Nein, es ist schneller als wir. Das ist überhaupt nicht gut. Und dann kriegen wir auch noch einen Crit ins Gesicht. Aber wir machen auch gut Schaden. Ich heil mich mal lieber. Der Soundtrack ist wieder so toll. Oh nein, das... Na, es geht. Nein, das dürfen wir schaffen. Easy. Wenn jetzt nicht wieder ein Crit kommt. Zack, wundervoll. Und selbst mit Crit hätte das nicht gereicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Level 10 für Knoffenser. Und Level 7 für Hornliu, das dürfte sich jetzt entwickeln. Level 10 für Evoli, oh, so viele Level-Ups. Doppelkick. Und ist so süß, und Evol sagt, weg mit Rutenschlag. Doppelkick hätten wir jetzt gebraucht in der Arena. Kam leider ein bisschen zu spät. Und ja. Wie bereits erwartet, entwickelt sich unser Hornliu. Dum, 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 dum. Zu Kokona, unsere erste Entwicklung. Ja, Eintrag im Pokédex, blablub. Ja, natürlich erlerntes Härtner, wer hätte damit gerechnet? Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Du erhältst den Felsorden von Rocco. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch erhaltenen Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Wir bekommen Kopfnuss. Du kannst TMs ja beliebig oft verwenden. Das ist auch eine Änderung zur originalen ersten Generation. Kennt man ja auch aus den letzten Generationen, dass man TMs unendlich oft benutzen kann. Und wir machen uns wieder auf die Reise. Zuallererst würde ich aber trotzdem gerne mal... Hey, du da! Ach ja, der
Awkward Moment, ich habe übrigens ein bisschen verkackt, das werdet ihr gleich sehen. Du bist doch dieser Daro, oder? Ja, genau, der bin ich. Na, hatte ich recht, natürlich bin ich das. Mein Name ist Blau. Ja. Ihr seht die Problematik. Ich dachte, unser Freund ist Blau, aber es gibt Blau bereits im Spiel und jetzt gibt es zwei Blaus. Ich nenne den einfach Gary, weil wer sieht aus wie Gary? Mein Name ist Gary. Professor Eich ist mein Opa und der hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da musste ich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Wir kriegen 5 Superbälle. Dankeschön. Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokebälle, aber was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat es Opa wohl wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf der Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seinen Forschungen unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Smell ya. Ja, das ist etwas awkward. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich das so löse, dass ich Blau einfach Gary und unseren Rivalen Blau nenne. Denke ich. Wow, das hätte mir auch jemand sagen können. Oh, das ist so cool mit den Pixel Arts, die wir auch im Menü sehen. Das gefällt mir richtig gut. Dann würde ich sagen, ist unser nächstes Ziel der Mondberg. Dazu müssen wir hier rechts lang gehen, beziehungsweise das richtige Hauptziel sollte ja Azuria City sein. Der Mondberg ist da ja nur so ein Zwischenabschnitt. Es ist so cool, wie Kidofenza auch so ein bisschen vorne wegläuft. Komm, wir kämpfen mal gegen dich. Entschuldigung. Was starrst du mich so an? Hier werde ich vermutlich auch vor der nächsten Folge auf der Route einige Trainer besiegen. Also ich werde immer so ein, zwei Trainer pro Route trotzdem stehen lassen, damit man auch so die detaillierten Kampfhintergründe und so sieht. Das sieht halt echt schön aus. Aber ich meine, gerade so ein Kampf wie der hier, das... Na... Wir sind 4 Level über dem Gegner. Der Gegner hat ein Pokémon. Ich werde den Kampf schon nicht verlieren, ne? Das ist jetzt für euch nur eine Streckung vom Let's Play, ohne irgendwie, dass irgendwas Interessantes für euch passiert. Wie viel macht ein Rankenhieb? Hat Stab drauf? Ah, ist aber nicht sehr effektiv, logischerweise. Ich glaube, ich wechsle Knofensa gleich mal aus. Zumal solche Kämpfe extrem seltsam zum... Ich kann Knofensa nicht auswechseln, weil der Wickler noch aktiv ist. Oder kann ich Knofensa trotzdem auswechseln? Wir werden es gleich sehen. Ja, können wir. Es ist awkward zum Kommentieren. Es ist für euch nicht sonderlich spannend. Ich kenne andere Let's Player, die das dann rausschneiden. Könnte man auch machen. Allerdings glaube ich, ist es doch für alle Beteiligten angenehmer, wenn ich die Kämpfe einfach vor der Folge mache. Kann ich logischerweise auch nur in einem gewissen Ausmaß machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Minuten in der nächsten Folge drin dann in ein Event reinrenne, dann kann ich ja hinter dem Event logischerweise die Trainer noch nicht machen. Das heißt, das wäre dann wieder so ein Fall, wo ihr dann die ganzen Trainerkämpfe in der Folge drin hättet. Aber so in etwa werde ich das handhaben. Hier oben haben wir noch, Moment, warten bis es geladen hat. Hier oben haben wir noch, er wird es gleich erklären. Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer bei mir? Bist du an der richtigen Adresse? Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten in den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihr Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Das werden wir in der nächsten Folge auch tun. Das ist nämlich sehr praktisch, denn da kriegen wir immer schöne Items von denen.
als Belohnung, wenn wir sie besiegen. Dafür sind sie ein bisschen stärker. Deswegen werde ich zuerst die Trainer hier auf der Route besiegen und dann in der nächsten Folge den Trainer-Coach angehen. Allerdings würde ich soweit erstmal sagen, ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.